Meine Güte, die sollen aufhören, aufeinander neidisch zu sein. Sich stattdessen gegenseitig mehr helfen. Das ist so ein Quatsch. Ja, ja, ich bin noch da. Bin gerade mit dem Typen zusammengeknallt. Hab alles fallen gelassen, der hat mir dann alles aufgehoben, ohne ein Wort zu sagen. Das zum Thema helfen. Oh Mist, mir läuft die Zeit weg. Tom hat den Posten in New York bekommen. Ich muss den Umzug noch vorbereiten und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir den Hund dorthin bekommen sollen. Ich bin jetzt am Auto. Unser Treffen am Freitag steht. Super, bis Freitag dann. Ich freue mich sehr, dass Tom den neuen Posten bekommen hat. Unsere persönlichen Sachen dorthin zu bringen, ist kein Problem, aber wie bekommen wir Bots so sicher nach New York? Wie war das damals mit Tante Helen, als ich ein Kind war? Die ist doch auch mit der ganzen Familie plus Hund nach Washington gezogen. Mensch, Junge, wie war das denn damals? Schatz, du musst dich von Ulfen verabschieden. Ach nö, echt? Okay, mach ich. Gute Reise, Ulfi. Tante Helen, bist du sicher, dass Ulfi gut in Amerika ankommt? Hallo, Tante Helen. Ist ja witzig. Ich habe gerade an dich gedacht. Ich hatte dir doch von unserem Umzug nach New York erzählt. Ich bin besorgt, wie wir Bots so am sichersten dorthin befördern können. Deshalb rufe ich hier an. Ich kann mich an das Unternehmen, das den Transport damals übernahm, erinnern. Ja, klasse. Das war die Firma Gretlin. Die haben sich um alles gekümmert, auch um den Papierkram für die Einfuhr. Fantastisch. Du, sei doch so lieb. Ich sitze nämlich gerade im Auto. Schick mir doch alle Daten per E-Mail, ja? Und setz Tom in CC, okay? Okay, mein Kind. Super, vielen Dank. Bis später. Ja, ich rufe später nochmal an. Tschüss. Ja, hallo? Hallo, Botzo, mein kleiner Stinker. Ja, sag mal, wie kriegen wir dich denn am sichersten nach New York, hm? Nicht, dass du wie ein oller Koffer verloren gehst, hm? Ja. Ja, komm, Botzo. Ja, komm. Sitz. So machen wir das, mein kleiner Pupser. Die Gretlin-Leute, das sind echte Spezialisten.
Oh.